Spiel 4. Hi, ihr zwei Inselbegabten. Ich habe eine Aufgabe für euch. Hier bei The Masked Singer sollen wir ja Menschen nur anhand ihrer Stimme und ein paar zweifelhaften Hinweisen erkennen. Und da habe ich mir gedacht, sowas in der Art wäre natürlich eine richtig schöne Aufgabe, um euch beide mal so richtig schön scheitern zu sehen. Weil ich aber kein Unmensch bin und weiß, dass ihr beide keinerlei Gespür in Sachen Gesang habt, habe ich zumindest eine Gattung Mensch herausgesucht, bei der ich weiß, dass ihr euch zumindest ganz gut damit auskennt, und zwar Besoffene, ja, quasi eure Kernkompetenz. Das weiß ich noch von den ganzen Doms und Kometverleihung. Ihr wisst, was ich meine. Und was genau ihr zu tun habt, das erklärt euch jetzt der werte Kollege Herr Gätchen. Masked Trunkenbold. Vielen lieben Dank, Colleen. The Masked Trunkenbold heißt dieses tolle Spiel, und ich erkläre jetzt mal allen ganz kurz, wie es geht. Ich rufe gleich 5 maskierte Prominente zu mir, und anders als jetzt im Original geht es jetzt nicht darum, welcher Promi da drunter steckt, also ihr sollt nicht erraten, welcher Promi das ist, sondern bei Masked Trunkenbold geht es darum, dass ihr den einzigen oder die einzige von den 5 mir nennen müsst, die nicht oder der nicht betrunken ist. Also die nüchterne Person unter der Verkleidung. Ihr setzt euch bitte schon mal hin. Joko und Das heißt, Klaas. Sie sind also bis auf einen alle besoffen? Ja. Okay. Setzt euch bitte hin. Und bitte begrüßt mit einem tosenden Applaus unsere 5 Maßtrunkenbolde. Hier ist die Qualle. Das ausrangierte ProSieben-Logo. Die Gesichtswurst. Der Satiriker und der Betonklotz. Fünf Maßtrunkenbolde. Großartig. Ihr müsst jetzt euer komplettes detektivisches Talent in die Waagschale werfen und rausfinden, welcher dieser Promis... Wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo falsch abgebogen im Verlauf meiner Karriere. Welcher Was dieser hier heute Promis Abend schon passiert ist. Es ist, ist auch, dass wir in so einer nüchtern Jury-Situation nebeneinander sitzen. Also, ich glaube, ja, es ist so absurd. Ihr freut euch, wir auch. Wir raten jetzt wie bei Masked Singer, aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, so wir hätten irgendwie so ein bisschen Scheiße gebaut und wären bei DSDS gelandet. So. Na gut, okay. Joko und Klaas, es jetzt gibt jetzt eine kleine Vorstellungsmatz, und vielleicht gibt es da den ein oder anderen Hinweis, den ihr gleich zum Erraten wer, des nüchternen Promis gebrauchen könnt. Schaut wer, mal. Wer ist Thomas Gottschalk? Ich bin die Qualle. Ich esse jeden Tag 18 Packungen Mon Cheri. Deshalb bin ich innerlich und äußerlich aufgequollen. Aber noch lange kein Trunkenbold. Na gut, ab und zu kommt noch ein Sixpack Prosecco dazu, aber meistens erst nach 15 Uhr. Ich sag mal so, mit Prosecco in der Blutbahn kannst du tanzen wie ein Truthahn. Ja. Ich bin der Betonblock. Mein Großvater hat immer gesagt, trink, da wächst das Ding. Wie Sie sehen können, habe ich sehr viel getrunken. Aber ich war nicht immer dicht. Ich war einst dichter. Kleine Kostprobe gefälligst? Zirp, zirp, stripp, strapp, strull. The glass is empty, the glass is full. Ich handle weise, ich liebe Konfekt. Denn ich bin ganztagsbefleckt. Ich bin der Satiriker. Ich kann jederzeit aufhören mit dem Alkohol. Denn nur wer jederzeit trinkt, kann jederzeit aufhören. Haha. Prost! Nüchtern betrachtet bin ich aber lieber voll. Oder zumindest angeheitert. Aber ich kann gar nicht der Trunkenbold sein. Ich hab das alles eben nur mich nur... Ich hab das alles eben nur... Ich hab das alles eben nämlich nur ironisch gemeint. Verstehen Sie? Ich bin das ausrangierte ProSieben-Logo. Wieso ich damals rausgeflogen bin, wollt ihr wissen, ne? Ich hab aus Versehen den Redaktionshamster Berthold gegessen und... Da hat eine Zigarette den Pförtner angezündet. Aber ich finde, mit 3,8 im Turm kann man mal einen Fehler machen. Seitdem bin ich allerdings trocken.
Also, was meine Unterbuchs betrifft zumindest. Hallo, ich bin's, die Gesichtswurst. Schon seit ich 14 bin, habe ich leichte Schlagseite. Aber das kommt davon, weil 10 cm meines rechten Beins in mein Brustgesicht transplantiert wurden. Seitdem bin ich 3-mal am Tag traurig. Alkohol benutze ich daher nur, um meine inneren Wunden zu desinfizieren. Deshalb ist man doch aber noch lange kein Trunkenbold, oder? Naja, das ist mir eh wurscht. Ja, The Masked Trunkenbold, der Betonklotz, der Satiriker, die Gesichtswurst, das ausrangierte ProSieben-Logo und die Qualle. Ja, ich habe mir hier sehr viele Notizen gemacht. Aber ihr habt dann noch mehr Gelegenheit, euch ein paar Notizen zu machen, weil es gibt jetzt 4 Aktionsrunden, um rauszubekommen, wer der oder die Nüchterne von diesen 5 ist. Die erste Runde ist unser Dance-Off. Joko und Klaas, wir sehen jetzt einen kompletten Disco-Abend in der Schnellversion. Alle Trunkenbolde tanzen. Und ich sage einfach mal, Musik ab. Duh. So, Qualle, komm mal her. Qualle, komm, du hast dich vertanzt. So, ich stell dich mal wieder hin. Also bei der Qualle bin ich mir sicher, das ist ein Mitarbeiter aus der Produktion von uns. Bei der Qualle hatte ich eben gerade Angst, dass sie stirbt. Du redest gerade so ein bisschen wie Scooter, aber bei der Qualle. Gut, ihr könnt euch jetzt eine Person, bevor ihr euch entscheidet, raussuchen, der ihr gerne eine Frage stellen möchtet. Ja, wem möchtet ihr eine Frage stellen? Ich würde gerne vielleicht. Naja, der Qualle würde ich gerne mal eine Frage stellen. Ja, okay, der Qualle stellt... Qualle, darf ich dir mal was fragen? Hier geht es ja um Betrunkene. Hast du zusätzlich auch noch Ecstasy genommen? Hä? Sagt die nichts? Redet die nicht? Mir geht's gut. Was? Mir geht's gut, keine Sorge. Mir geht's gut. Okay. Nein. Nee, ich habe so verstanden, genau. Wenn wir jetzt in der ersten Runde den Nüchternen finden. Habt quasi, ihr gewonnen. Ihr müsst den Nüchternen finden. Ihr müsst nicht die Besoffenen rauswählen, sondern ihr müsst mir sagen, welche so, Person okay. Glaubt ihr ist nüchtern. Alles klar, okay, hab ich kapiert. Deswegen glaube ich, die Qualle ist 100% breit. So, ich würde sagen... Satiriker oder Betonklotz haben wir Satiriker oder Betonklotz. Satiriker, er wollte es sehr stark. Das sieht ihm sowieso ähnlich. Dass er praktisch... Sagen wir mal, mit Disziplin probiert, eine Imitation von sowas herzustellen. Das passt einfach gut ins Bild. Deswegen würde ich sagen, der Betonklotz ist nüchtern. Am unauffälligsten. Ja, sagt, der Betonklotz. Ja, dem ist auch so ein bisschen unangenehm gewesen, dass die anderen so durchgedreht sind. Das hat man dem richtig angesehen. Okay. Ja, aber der hat auch diese Schuhe an, der ist nicht gefallen darüber, obwohl das ja schon kompliziert also, ist. Also, ihr sagt, Betonklotz ist nüchtern? Ja. Ich nehme hier den Alkoholtester, ich baue den mal zusammen, weil wir wollen das natürlich gleich herausfinden. Ach, das ist das. Aber lass uns bitte nicht boosten. Nein. So, ich hole den Betonklotz hier einmal in die Mitte des Studios, ja, an meiner Hand, da bin ich. So, komm mal her. Oh, du hast einen schweren Gang, was auch immer das heißt. So, dreh dich einmal frontal nach vorne. Schön, dass du da bist und wenn die Musik startet, werden wir dich entblättern.
So, wir schauen mal, wer da drunter steckt. Und gerne applaudieren und klatschen. Und es ist... Oh! Julian FM Stöckel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Alles gut? So, junger Mann. So viel Zeit muss sein. Warte. Julian. So viel Zeit muss sein. Euch. Bleibt stehen. So, ja? Also, ihr seid... Okay, also so viel... Alter! Mal. So, genau. Und wir testen jetzt einmal ganz kurz, wie viel... Ob du nüchtern bist oder getankt hast? Also ich glaube, oder pusten? Was? Muss ich blasen oder pusten? Ja. Blasen oder pusten? Okay, es wird nicht besser. Ich glaube, wir lagen ein bisschen falsch. Wie lange denn? Okay, ich mach's noch mehr. Ja. Nicht saugen. Ach so. Nochmal? Ja, puste so lange du willst. Wir müssen Stopp sagen. Puste durch. So, wir haben einen Wert und der beträgt ganz genau 1,1 Promille. Also Julian ist auf jeden Fall ein bisschen betrunken. Bisschen. Ich musste trinken, haben die gesagt. Das gibt's ja gar nicht. Aber warum bist du denn nicht so eine Dancing Queen? Weil ich mich nicht bewegen kann in der Kiste. Julian, was komm bitte nach, gut nach Hause. Nicht Liebe fahren, Münchner. Mein Lieber. Nicht fahren. Tschüss, Julian. Danke sehr. Wir sind hier bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Wir spielen The Masked Trunkenbold. Und die Aufgabe für Joko und Klaas ist es, zu erkennen, wer von den verbliebenen vier Prominenten hier nüchtern ist. Wir machen weiter. Wir kommen zur zweiten Runde, um festzustellen, wer ist nüchtern, wer ist betrunken. Und die nennt sich Gymnastikball Surfen. Das Spielgerät kommt jetzt rein. Unsere Kandidaten müssen mit dem Bauch auf einem Gymnastikball die Balance halten. Fallen sie runter, gehen Sie einfach wieder rauf. Das sind die Regeln dieses Spiels. Die habe ich verstanden. Die sind einfach. Yeah! Yeah! So, gut, los geht's. Ihr Gesicht. Ja, Gesichtsverlust bei der Brust. Also bei der Wurst. Kennt ihr diese Dokus, National Geographic, wo man sieht, wie Qualle. Wie Quallen sich paaren, so stelle ich mir das gerade vor. Qualle ist vorbei, ja, genau. Musik läuft nicht mehr. Ich nehme dir den Ball weg. Ich nehme dir den Ball weg. So. Ich habe Angst um den Ball. So. Also. Du gibst ihm jetzt nochmal. Stellt euch nochmal hin. Qualle, du enthaarst dich, oder wie man das nennt. Du enttentakelst dich. So. Wem wollt ihr eine Frage stellen? Frag du mal. Ich würde gerne... Fahr mal ProSieben-Logo. ProSieben-Logo? Ich bin mir aber unsicher, weil... Darf ich schon? Ja, ich frage das ProSieben-Logo. Bernhard Hohecker. Bernhard Hohecker. Das ausrangierte ProSieben-Logo, guck mal nach vorne. Weißt du, wo vorne ist? Genau. Nee, du sollst nicht nach vorne. Du sollst nach vorne gucken. So, bleib mal hier stehen. Es kommt eine Frage. Ich würde den Fisch als Fritz anwenden. Eine Frage, bitte. Meinst du? Wollt ihr eine Frage stellen? Ja, ja? Liebes ProSieben-Logo, du kennst sicherlich das Fischers Fritze Zungenbrecherspielchen. Ich würde sehr gerne von dir einmal Fischers Fritze hören. Oha. Fischers Fritze frischt Fische. Fischers Fritze frischt Fische. Das war ganz knapp daneben. Egal. Ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch da. So, okay. Entscheidet euch doch bitte einmal ganz kurz von. Meine Theorie ist, der ist so krass, wirklich so konstant besoffen kannst du gar nicht sein. Okay. Wie er gerade. Ich glaube, dass er spielt und ich glaube, dass das ProSieben-Logo stocknüchtern ist. Wunderbar. Ja, glaube ich auch. Also, ihr glaubt, dass das ProSieben-Logo ist stocknüchtern? Ich würde mich der Meinung meines Vorredners. Weil das ist wirklich, seitdem der hier reingekommen ist, ist er einfach so. Wunderbar. Doof.
Ich hol das ProSieben-Logo jetzt, das ausrangierte ProSieben-Logo. Komm mal meine Hand, so, hier nach vorne. Und wir sind gespannt, wer sich darunter verbirgt. Los geht's! Bitte entblättern! Nein, Moneymark! Das glaube ich nicht! Moin! Moin! Oh, ist das schön! Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Oh, wie schön! So, wir freuen uns, dass du da bist, Moneymark, aber wir wollen einmal dich pusten lassen, bitte hier rein, damit wir checken können, bist du nüchtern oder voll? Hast du getankt oder nicht? Da hat jeder einen langen Atem, das ist gut. Nee, mach ruhig weiter. Also noch einmal, noch ein zweites Mal, bitte. Also das muss man gar nicht messen, das kann man riechen. So, der Wert... Scheiße. 1,4 Promille. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Scheiße. Ja, 1,4. Aktuell der höchste Wert. Moneymark, das gehört mir. Riesenapplaus. Ja. Danke fürs Mitmachen. Wunderschönen Abend. Danke dir. Die aktuelle Single der Atzen heißt übrigens Ballern. Das passt. Danke, Moneymark. Du hast schön geballert heute Abend. Gut, wir haben noch drei hier. Ihr habt immer noch nicht die nüchterne Person rausgewählt. Wer aus unserer Firma muss die jetzt alle betreuen da oben? Ich meine, das ist ja jetzt schon, das ist allein mit Julian, FM Stöckel und Moneymark, das ist jetzt schon eine komische Gang. Definitiv. Nur zu zweit schon. Wir kommen zur Runde drei und die nennt sich... Das ist schwer. Das kürzeste Rennen der Welt. Und hier passiert jetzt Folgendes. Unsere Trunkenbolde müssen auf diesen Bürostühlen... Von dieser Startlinie, setzt euch ruhig mal rauf, Qualle, Gesichtswurst und Satiriker, über diese Ziellinie kommen. Was ihr nicht machen dürft, könnte es sein, dass ich rede mit einer Qualle, kurz, ganz kurz, Qualle, Gesichtswurst, Satiriker, ihr dürft die Füße nicht auf dem Boden haben. Ja, die müssen irgendwo anders sein als auf dem Boden. Ihr seid alle auf euren Bürostühlen, Füße hoch. Und los geht's! Ui, das kann lange dauern. Also die Gesichtswurst hat sich noch gar nicht bewegt. Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Also nee. Ist nüchtern. Die Qualle! Schluss! Danke, Qualle. Trotzdem. Danke, du darfst wieder aufstehen. Qualle ist egal, trotzdem. Die Qualle hat es geschafft. Die Gesichtswurst... Also, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wenn ich mal kurz was sagen darf. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man so ein bisschen hemmungslos ist, dass man diese Bewegung macht, die dazu führen, dass man ins Ziel kommt. Ja? Das fiel der Qualle relativ leicht, weil dem, glaube ich, alles egal ist. Ja? Und mit dem, dass du es gerade gesagt hast, kickt die Gesichtswurst, um nicht so auffällig zu werden, ihren Stuhl weg. Gut. Der Satiriker. Ihr könnt noch eine Frage stellen nach diesem grandiosen Rennen. Guck mal, die Gesichtswurst ist raus. So. Hä? Gesichtswurst raus. Wir wollen nichts mehr fragen, oder? Wir wollen nichts mehr fragen? Ich glaube, dass sie, weil du gerade was du erzählt hast, sie kickt den Stuhl weg in dem Moment so von wegen am unauffälligsten Verhalten. Nein, es ist, glaube ich, also mir zum Beispiel, wenn ich jetzt so, ich war ja in vergleichbaren Situationen in meinem Leben schon oft, kann ja auch nicht jeder behaupten, dass ich auf so einem Bürostuhl so komische Bewegungen machen muss, um irgendwo hinzukommen. Das ist mir auch schon mal passiert. Und es ist einem natürlich ein bisschen unangenehm. Wenn man jetzt hier, keine Ahnung, sich einen reingedonnert hat, ist das einem egal vielleicht. Ja. Ne? Und ich glaube so bei der Gesichtswurst, trotz aller Maskerade, ein wenig Scham herausgespürt zu haben. Würde ich mitgehen aus anderen Gründen, aber ich... Wer sich schämt, ist nicht betrunken. Wer sich schämt, ist nicht betrunken. Also das heißt, wir holen die Gesichtswurst nach vorne. Yes. Ja? Oder? Ja. So, Gesichtswurst, komm bitte nach vorne. Wir sind gespannt. Bist du nüchtern? Und vor allen Dingen, wer bist du? Los geht's! Oh, no! Pass auf! German! The German! Moin, mein Lieber! Hermie. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber unter diesen... Das ist nur fair! So,
So. Das Ding ist komplett im Arsch gegangen. Bitte? Komplett im Arsch. Komplett im Arsch. Komplett im Arsch. Du hast, ja, aber wenn man dich so anguckt, dann habe ich das Gefühl, du bist auch komplett im Arsch. Wir lassen dich mal pusten. Eine Wrestling, absolute Wrestling-Legende. Herman the German hat uns in Grönland mal vom Eis geschubst. Okay, das reicht. Danke dir, danke dir, danke dir. Oh Gott. Uns geht's dir gut? Drei Kästen Bier. So. Können wir jetzt weiter trinken? Wert kommt, warte ganz kurz. Du kannst. 1,6 Promille. Wow. Herman the German, vielen herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Nimm dein Kostüm bitte mit. Viel Spaß noch. Nimm dein Kostüm bitte mit. Gut. Okay, aber jetzt ist ja... Danke dir, Klaas. Ja, da hat er es vergessen, kann man ja verstehen. Herman the German. Der muss wirklich drei Kästen Bier getrunken haben. Ne? Ich habe mit dem eine ganze Nacht am Flughafen mal verbracht. Und oh, hat er, stimmt. Weißt du, da hat er ein Bier nach dem anderen getrunken und es hat sich nichts verändert. Das war gut, aber die hatten kein Bier mehr an dem Flughafen. Irgendwann. Nee. Der war alle, der ganze Flughafen war leer getrunken. Wir machen weiter. Ihr müsst immer noch herausfinden, wer ist der Nüchterne oder die Nüchterne. Wir haben noch den Satiriker und die Qualle. Also die Frage ist tatsächlich, gibt es eine Spielrunde oder können wir sofort? Wir spielen trotzdem die letzte Runde, okay. Auch wenn man vielleicht eine Vorahnung hat. Und in dieser letzten Runde dürft ihr, was jeder Betrunkene oder jede Betrunkene gerne macht, Karaoke singen. Welcher Sänger oder welche Sängerin lallt? Wir starten nicht mit der Qualle, sondern mit dem Satiriker. Du kannst hier ein bisschen weiter... Ach so, nee, warte mal, wir haben hier eine extra Position. Ich weiß nicht, ob die Qualle das soll. Nee, vertrauen wir, vertrauen. So. Wir wollen jetzt vom Satiriker einen Elton John Klassiker hören. Can you feel the love tonight? Da sehen wir es drauf. Qualle bleibt bei mir, nicht weglaufen und dann darfst du gleich vortragen. Und los geht's. Come surrender to the rush of day. When the heat of a roaring wind can't be turned away, and a changed moment, and the sea sees me through. It's enough for this west to burn just to be with you. Can you feel the love tonight? How is it late to rest? It's enough to make a king's end. Satiriker, das war eine Bombenleistung. Findet ihr es gut? Wunderbar, bleibt ruhig hier stehen. Einmal ganz kurz Ruhe bitte. Ruhe bitte. Ja, schön gesungen. Liebes Publikum, ja, wirklich, sehr gut gesungen. Wollt ihr auch die Qualle singen hören? Sicher. Okay, gut. Die Qualle ist schon in Topform. Die Qualle, nee, warte. Du stellst dich immer auf Position. Aber schön, und von der Qualle, nach diesem großartigen Elton John Song, hören wir jetzt unsere Qualle mit Aerosmith und I Don't Wanna Miss a Thing. Viel Spaß. Speak just before you breathe.
Okay, nochmal, warte mal. Er will nochmal. Er will nochmal. Gut, wir versuchen es nochmal. Hei, hei, hei. Ich weiß, wer das ist. Stay awake, just be her, you're breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. Could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment I spend with you is the moment I treasure. Don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep, 'cause I miss you, babe. But I don't want to miss a thing, 'cause I dream of you. The sweetest dream will never be, 'cause I miss you, baby. But I don't want to miss a thing. Vielen herzlichen Dank an die Qualle. Danke. Sehr schön. Danke, so, Junge. Komm mal her, Satiriker. Es ist eine schwere Entscheidung. Also wir haben auch nicht gesagt, dass das Publikum parallel mitsaufen soll, weil jetzt sagen Sie gerade Zugabe. Also es ist eine schwere Entscheidung, weil ich sage, die Qualle ist nüchtern. Ich hab eine Vermutung, ich müsste die Qualle tanzen sehen, aber gut, egal. Also es gab ja schon eine Tanzrunde. Ja. Aber ich kann es überprüfen, ob die Vermutung stimmt, von der ich glaube, dass die Qualle darunter steht. Aber nee, also ganz kurz nochmal, zur Erinnerung, ihr müsst mir sagen, wenn nüchtern... Ja, Entschuldigung. Aber wir machen das jetzt. Okay. Wir ziehen das jetzt nicht weiter in die Länge. Ich muss mich nicht fragen, ich glaube, wir sind einer Meinung. Wir nehmen den Satiriker, der richtig schön gesungen hat, und ich gebe einen Tipp ab, wer es ist. Gleich. Stopp. Wir wollen jetzt, ihr sagt, der Satiriker ist nüchtern, das heißt, wir entblättern einmal unsere Qualle, wenn ich darf. Komm bitte nach vorne, stell dich hier hin. Und liebe Qualle, los geht's, zieh dich aus. Frank Thoman! Du alter Dubi. Das sind die schönsten Arbeitstage, ja, ne? Sing ist mein Kryptonit. Bitte? Sing ist mein Kryptonit, ja. Ja. Frank Thoman, unser Kameramann bei allen Joko und Klaas Drehs. Aber ganz kurz mal, weil ich ja schätze, dass er... Das brauchen wir wirklich nicht. Doch, ich möchte es trotzdem einmal wissen. Die ganze Zeit, als ich hier getanzt habe, ich wollte immer dir helfen. Oh, und dann Alter, bin ich in diese Wolke reingekommen und ich bin fast durchgedreht. Das letzte Mal, als er so drauf war, hat er ihn geheiratet. Reicht. Nicht trinken. Reinpusten. Wir haben einen Wert und der lautet 1,8 Promille. Ja, es ist roundabout. Könnte ein bisschen mehr sein. So, bleib mal hier, Frank. Ich kann jetzt schon mal sagen, ihr habt dieses Spiel für euch entschieden, weil ihr habt in der letzten Runde rausgefunden, hoffentlich, wenn nüchtern ist, bleibt ja noch eine Person übrig. Aber da wollen wir natürlich auch sehen, wer kann so gut singen und ist hoffentlich auch noch nüchtern. Und unser Satiriker wird sich jetzt ebenfalls entblößen. Oh! Joey, sehr geil. Sehr gut, schön gemacht, mein Lieber. Aber, ganz kurz, bleib hier. Nicht weggehen. So. Auch du gut, Junge. Ja, geil gesungen. Voll gesungen auch. Dankeschön. Ja, wirklich. Wahnsinn.
Danke, euch zu sehen. Ein Riesenapplaus für Joey Heinl und Frank Thunmann. Herzlichen Dank und für alle anderen, die mitgemacht haben. Super. Top.